fliegt mit den Gänsen davon. An diesem Morgen sitzt Akka mit ihrer Schar auf dem Dach des Schlosses Glimminge und wartet auf die Rückkehr von Nils. Frühlingszeit, die Blumen weit und breit. Ein scheußliches Lied, ich kann's nicht ausstehen. Du bist neidisch, weil dir nur weiße Federn wachsen. Die beiden bilden sich ein, sie haben Stimmen wie Nachtigallen. Da fliegt einer wie ein Wilder auf uns zu. Emmenrich, es ist Emmenrich. Ich kann ihn deutlich erkennen. Was? Ja, Grimm. Oh. So was. Sehr leichtsinnig. In seinem Alter sollte er sich etwas zurückhalten. Auf seinem Rücken sitzt Nils. Hoffentlich hält er sich gut fest. Ah, langsam, Emmerich. Ach, es macht doch Spaß. Oh, doch, ja. Haha, nur fliegen ist schön. Festhalten! Juhu! Ah, Emmerich, bist du verrückt? Ich sterbe vor Angst. Unsinn, was soll denn passieren? Oh, Verzeihung. Hey. Oh. Eine sanfte Landung. Sei gegrüßt, hochverehrte Freundin Akka. Es war nicht einfach, Nils wieder zurückzubringen. Die Ratten waren von seinem Flötenspiel so begeistert, dass sie ihn gar nicht weglassen wollten. Dennoch, hier sind wir. Um den Flug habe ich dich nicht beneidet. Oh, mein Kopf, mir tut noch alles weh. Oh. Das nächste Mal kannst du deine Flugkünste vorführen, wem du willst. Mit dir fliege ich bestimmt nie wieder. Es dreht sich alles. Halt! Oje, oje! Ich krieg keine Luft. Da lachen ja die Hühner, das bisschen fliegen und du fällst in Ohnmacht. Du bist ein Schwächling, Nils. Eigentlich? Was? Ich höre wohl nicht recht. Was heißt hier Schwächling? Wer ist denn vor den Ratten hergelaufen? Du oder ich? Reg dich nicht auf. Wir fliegen gleich auf den Kulaberg. Da findet heute das große Frühlingsfest statt. Wohin? Kulaberg? Davon habe ich noch nie was gehört. Jedes Jahr, wenn der Frühling ins Land kommt, versammeln sich dort alle Tiervölker. Und die Kraniche breiten ihre Flügel aus und führen ihren berühmten Tanz auf. Wie schön, darauf freue ich mich. Kraniche habe ich noch nie gesehen. Das wirst du auch nicht, denn wir werden dich nicht mitnehmen können. Och, weshalb denn nicht? Weil es keinem Menschen erlaubt ist, diesen Kranichtanz zu sehen. Aber ich gehöre ja schon fast zu euch. Ich bin doch eigentlich gar kein richtiger Mensch mehr. Ich möchte mit auf den Kulaberg. Bitte nehmt mich doch mit, bitte. Nein, ausgeschlossen. Wir dürfen dich nicht mitnehmen. Seit Jahrhunderten unterliegt dieses Fest bestimmten Regeln, die kein Tier zu brechen wagt. Ist es nicht so? Ja, ich glaube auch, dass es zu gefährlich wäre, dich mitzunehmen. Deine Anwesenheit würde die anderen stören. Tja, da musst du eben hierbleiben, da kann man wohl nichts machen. Nein, ich bin dafür, dass wir ihn mitnehmen. Was? Wir können ihm sicher vertrauen. Vielen Dank, Akka. Du kannst dich doch nicht einfach über alle Regeln hinwegsetzen, Akka. Wenn das nun jeder machen würde, wo kämen wir denn dahin, hä? Sag mal, wie sprichst du denn mit mir? Auf zum Kulaberg! Auf zum Kulaberg! Auf zum Kulaberg! Hab ich einen Hunger, mir knurrt der Magen. Ich kann nicht mehr. Häschen hüpf, Häschen hüpf, aber hüpf nicht in die Pfütz, sonst machst du dir dein Schwänzchen nass und dann macht dir kein Tänzchen Spaß. Pitschepatschenat. Oh. Mami. Aber meine Kleinen, ihr braucht euch heute nicht zu fürchten. An einem solchen Festtag tut kein Tier einem anderen etwas zuleide. Nicht wahr, Smirre? Ja. Von wegen, diese Regel gilt nur, solange die Kraniche tanzen, aber im Augenblick tanzen sie nicht und ich habe schrecklichen Hunger. Hinterher, die Gelegenheit ist günstig. Halt, mein Freundchen. Nanu? Du weißt, was mit dem geschieht, der den Frieden stört.
Ihr denkt doch nicht etwa, dass ich dem niedlichen Häschen zu nahe treten wollte. Ich habe mich nur an Ihrem Tanz erfreut. Erzähl uns bloß keine Märchen. Wir glauben dir kein Wort, Smirre. Schließlich kennen wir dich und wissen genau, wie niederträchtig du sein kannst. Das sieht man dir schon an der Schnauze an. Also lass dich nicht nochmal erwischen. Ich gelobe mich zu bessern. Ehrenwort. Für heute lassen wir es nochmal gut sein. Aber das war die letzte Warnung. Merk dir das gefälligst. Die haben leicht reden. Sicher haben sie sich schon vorher den Bauch vollgeschlagen. Ich sehe ja ein, dass man für einen besonderen Tag besondere Gesetze braucht. Aber ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen und mache mir meine eigenen Gesetze. Ich bin ganz schwach vor Hunger. Was? Träume ich oder wache ich? Gänsebrust. Dort unten ist der Kulaberg. Guck mal, Krümel, das da unten ist der Kulaberg. Jetzt sind wir gleich da. Ja, ja. Wir landen. Wir landen. Wir landen. Martin ist immer der Letzte. Ihr rast ja auch immer so. Hört ihr die seltsame Musik? Oh, wie schön, das gefällt mir. Was ist denn das? Ich nehme an, das wird der Tanz der Krähen sein. Wirklich? Das muss ich auch! Nicht so schnell. Oh. Wo? Wo? Einfach nicht. Wir sind hier ganz allein. Niemand kann uns helfen. Lass uns zu den anderen fliegen, ja? Flieg schon vor. Ich sing's mir mein Lied vor. Ich bin froh, dass du da bist. Ich sing dir mein Lied vor und du sagst mir, ob es dir gefällt. Zu das kann ich mir nicht auch noch antun. Das ist zu viel. Weshalb kommst du allein zurück? Wo ist Siri? Was ist geschehen? Wir haben Smirre getroffen und Siri wollte ihm ihr Lied vorsingen. Was? Was? Ich höre wohl nicht richtig. Wie konntest du deine beste Freundin mit diesem Kerl allein lassen? Ich bin ebenfalls der Meinung, dass das sehr leichtsinnig gewesen ist. Wir haben keine Zeit. Wir müssen zum Fest. Können wir nicht noch warten, dann... Das ist mal wieder typisch. Immer sollen wir warten. Kannst du mir einen Tag nennen, an dem ihr Weiber pünktlich fertig gewesen seid? Entweder müsst ihr euch noch putzen oder ihr steht rum und schnattert, schnattert, schnattert. Das ist wirklich nicht nett von dir, Gustav. Hallo, Freunde! Das ist Bataki! Ich begrüße dich, mein lieber Bataki, und hoffe, es geht dir gut. Danke, ich kann nicht klagen. Darf ich die verehrten Herrschaften nunmehr ersuchen, ihre Plätze auf dem Festplatz einzunehmen? Es geht los! Gunnar, Gustav und Lasse, ich möchte euch bitten, Siri zu holen. Sagt ihr, es eilt. Ja. Es ist mir sehr unangenehm, dass wir mal wieder die Letzten sind. Hochverehrte Präsidenten, verehrte Abgeordnete, sehr geehrte Gäste, liebe Freunde. Ich eröffne die Feier. Als Erste begrüße ich die Bärengruppe. Mit Vergnügen sehe ich, dass auch Acker mit ihrer Gänseschar eingetroffen ist. Wer ist denn das? Sieht aus wie ein Mensch. Was, ein Mensch? Wo ist ein Mensch? Ruhe, bitte, Ruhe! Nils, steig auf Martins Rücken, damit alle dich sehen können. Ja,
Darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Wir haben diesen kleinen Menschen mitgebracht. Er heißt Nils und ist unser bester Freund. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet. Ach, er hat uns nicht bloß einmal geholfen. Wenn ich daran denke, wie oft er eine von uns vor dem Fuchs Mirre beschützt hat oder den Gänserich Martin aus einer misslichen Lage gerettet hat. Erst gestern hat das Schloss Glimminge von den gefährlichen grauen Ratten befreit. Ach, du bist das? Ich hab schon von dir gehört. Ihr werdet jetzt sicher verstehen, dass mir Nils sehr ans Herz gewachsen ist. Ich möchte alle Anwesenden herzlich bitten, Nils die Erlaubnis zu geben, an unserem traditionellen Frühlingsfest teilnehmen zu dürfen. Also, wenn ihr mich fragt, ich kenne ihn auch. Ich bin dafür, dass er bleibt. Ich bin ja so glücklich. Ich danke dir, Acker. Ich auch. Ich bin auch sehr glücklich. Siri! 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 Diese Sucherei hängt mir langsam zum Hals raus. Blöde Gans. Außerdem versäumen wir dadurch den schönsten Teil. Nichts. Ich kann ihren Gesang sowieso nicht ausstehen. Siri! Siri! Ach, soll ich doch bleiben, wo der Pfeffer wächst? Siri! Siri! Dieses Gebirge hier ist eigentlich gar nichts Besonderes. Es gibt hier nichts Sehenswertes, könnte man glauben. Kein Fremder kann erkennen, wodurch es für Tiere so anziehend ist, dass sie sich hier jedes Jahr zu einem großen Fest treffen. Aber das ist eine Sitte, die sich seit uralten Zeiten erhalten hat. Runde Felskuppen verbergen uns Tiere vor jedermann. Untereinander herrscht Burgfriede. An diesem Tag können die jungen Häschen vor den Nasen der Füchse spielen, ohne auch nur einen von ihren langen Löffeln einzubüßen. Aber Schluss der langen Rede. Das Spiel soll beginnen. Als erster zeigt der Waschbär seinen berühmten Balanceakt. Ja! Bravo! 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 Ich kann gar nicht sehen. Macht euch doch nicht so drauf. Ja, vielleicht ein dickes Fell. Lass das! Erstaunlich, wie geschickt und gelenkig unser Waschbär ist. Achtung, gleich kommt er zum Höhepunkt seiner Darbietung. Bravo! Wunderbar! Oh, sehr schön. Los geht's! Mein Ei, Vorsicht! Jetzt wird's spannend! Eieieiei! Toll! Ich will auch was sehen! Toll! Ja! Eins, zwei, drei, wo ist das Ei? Hopsa! Oh, ich kann gar nicht hinsehen! Tut mir schrecklich leid! Das gibt's doch nicht. Das war lustig. Das hat Spaß gemacht. Bitte, wirf uns doch noch mal so hoch in die Luft. Oh. Mami, also ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr, diese alberne Gans zu suchen. Ich schon lange nicht mehr. Was bildet die sich überhaupt ein? Ich schlage vor, dass wir zurückfliegen. Ja, sowas? Wir rufen und rufen nach dir und du stehst da und sagst keinen Ton. Du bist doch sonst nicht so schweigsam, Sie. Ich hab so schreckliches Lampenfieber. Außerdem weiß ich, dass euch mein Lied gar nicht gefällt. Also das musst du dir einbilden. Wir finden es doch alle wunderschön, nicht wahr? Hm? Oh ja, doch, doch. Du hast so eine samtige Stimme, wirklich. Dann sing ich's noch mal. Du liebe Güte, bloß nicht. Ich wollte damit sagen, wir müssen uns auf den Weg machen. Na gut, ihr könnt's ja nachher hören. Als nächstes rufe ich den Biber und das Eichhörnchen zu einem Wettnagen auf. Im Eichhörnchenbau, ganz oben im Baum, sind Nüsse eingelagert. Derjenige, der als erster diese Nüsse einsammelt und sie dann herunter auf die Erde bringt, ist Sieger. Achtung, auf die Plätze, fertig, los! Mit Spannung erwarten wir das Ergebnis. Wer wird gewinnen? Na, Achtung! Gemeinheit! Die Entscheidung ist gefallen. Der Biber ist Sieger. Als nächstes steht auf unserem Nachmittagsprogramm der traditionelle Wettlauf zwischen Fuchs und Hase. Auf die Plätze, fertig, los! Kurz vor dem Ziel kommt es zu einem kleinen Zwischenfall. Diese rührende Familienszene hat den Wettlauf vorzeitig beendet. Jetzt sind Siri und Ingrid an der Reihe. Da Siri noch nicht eingetroffen ist, wird uns Ingrid den Tanz allein vorführen. Unmöglich, das kann ich nicht ohne Musik.
Mach schon, du kannst uns doch nicht blamieren. Es ist mir peinlich, wenn alle nur auf mich sehen. Ach, das ist ja auch nicht so. Na los, mach schon. Ich bitte die Vögel um Musik. Ja, ja, sehr gut. Was ist denn, Ingrid? Vielleicht war es die falsche Melodie. Wir probieren es mit einem Walzer. Es wird langsam Zeit zur Frühlingszeit. Die Blumen blühen weit und breit. Die zahmen Gänse schauen voll Neid auf unser neues Fest. Kommt doch alle her und tanzt mit uns. Tag. Du hast den Frieden dieser Feier gestört. Wir werden dich hart bestrafen. Es tut mir schrecklich leid. Bitte verzeiht mir. Ich weiß gar nicht, was über mich gekommen ist. Auf einmal habe ich irgendwie durchgedreht. Es kommt in letzter Zeit ein bisschen zu oft vor, dass du, wie du es nennst, durchdrehst. Auf jeden Fall habe ich es nicht bös gemeint. Ich wollte Ingrid wirklich nicht fressen. Ich weiß doch, dass das an einem solchen Tag verboten ist, aber sie tanzte so nett und... Und? Das hat mir Appetit gemacht. Du änderst dich nie. Wir werden dich nicht länger in unserer Mitte dulden, sondern dich verbannen. Was? Ihr wollt mich verbannen? Das könnt ihr nicht machen. Das Ganze war nur ein Versehen. Du bist ein Frevler. Du wirst verbannt. Smirre, du hast vernommen, wie die Mehrheit entschieden hat. Im Namen der Tiere verbanne ich dich vom Kulaberg. Halt! Ich möchte was sagen. Wieso denn? Halt? Was meint er denn? Ich weiß es nicht. Liebe Tiere, vielleicht solltet ihr nicht zu streng sein. Denn Smirre hat auch seine guten Seiten. Der Arme ist nicht besonders klug. Ich weiß das. Ich reise mit Akka und ihrer Schar durchs Land. Wir werden dabei ständig von Smirre verfolgt. Doch er ist so ungeschickt, dass es ihm nicht gelingt, uns zu fangen. Viel schlimmer wäre es, wenn uns ein schlauer Fuchs nachstellen würde. Smirre ist bloß eitel und gefräßig. Deshalb kann er einem nur leid tun. Ich bitte euch also, liebe Tiere, um Gnade für diesen dummen Fuchs. Allerdings knüpfe ich daran eine Bedingung. Er muss Akka und die Gänse ein für alle Mal in Frieden lassen. Wenn er das nicht tut, wird er verbannt. Unverschämter Kerl! Ruhe, Angeklagter! Was haltet ihr von diesem Antrag? Kein schlechter Vorschlag. Er darf wenn er die Gänse in Ruhe lässt. Smirre, du hast gehört, was man von dir verlangt. Auf Ehre und Gewissen frage ich dich. Kannst du dieser Erwartung gerecht werden? Wenn ich das schon höre, dann gehe ich lieber freiwillig in die Verbannung. Du bist unverbesserlich. Verschwinde, wir wollen dich nicht mehr sehen. Wir wollen dich nicht mehr sehen! Mach, dass du wegkommst! Du bist vom Kulaberg verbannt. Du bist vom Kulaberg verbannt. Du bist vom Kulaberg verbannt. Mit diesem Nils habe ich noch ein spezielles Hühnchen zu rupfen. Oh. Halt, so einfach kannst du dich nicht davon schleichen. Spring von der Klippe und schwimm. Da! Hä? Wenn es sein muss, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Du Störenfried! Wack,
Ich räche mich. Den sind wir wohl endgültig los. Ach, sieh mal an, du hast ja noch mein Wunderhorn. Ja. Vor lauter Aufregung hätte ich das beinahe vergessen. Wie ich höre, konntest du damit alle Ratten von Glimminge weglocken. Ja. Musstest du denn auch direkt vor seiner Nase tanzen? Wie konnte ich ahnen, dass er auf mich das losging? Das konnte wirklich keiner ahnen. Außerdem vergisst ein Künstler leicht seine Umwelt, wenn er ganz in seine Rolle vertieft ist. Können wir jetzt endlich weiter feiern? Dein Gequake von wegen Künstler geht uns auf die Nerven. Also, Freunde, nach diesem etwas unerfreulichen Zwischenfall soll unser Fest jetzt unbeschwert weitergehen. Oh! 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 Kann ich kommen? Genau in diesem Augenblick flogen die ungeduldig herbeigesehnten Kraniche auf den Festplatz zu. Nils wagte kaum zu atmen. Gebannt starrte er ihnen entgegen. Noch nie zuvor hatte er einen Vogelflug gesehen, der so schön war wie der Flug der Kraniche. Es ist mehr ein Gleiten als ein Fliegen, dachte er. Sie schweben über dem Land wie Nebel oder wie schnelle graue Schatten. Die Kraniche bewegten sich mit unfassbarer Anmut und ihre Federn, die sonst grau-weiß waren, schimmerten silbrig im strahlenden Licht der Sonne. Nils fühlte den Zauber, der in all dem lag. Eine eigenartige Sehnsucht, die er nicht erklären konnte, packte ihn. Worauf warten wir noch, dachte er. Sie sind da und trotzdem warten wir noch. Doch er wagte es nicht, die Tiere zu fragen. Das ist ihr Fest, dachte Nils. Das Fest der Tiere. Keiner von ihnen denkt heute an Kämpfen und auch Smirres böse Tat ist längst vergessen. Und plötzlich wusste Nils, worauf sie warten. Auf den Frühling, dachte er und musste vor lauter Übermut lachen. Wir warten auf den Frühling, der mit den Kranichen ins Land kommen soll. Ja. Es war Abend in Karlskrona und heller Mondschein. Während die Stadt so verlassen dalag, kam die Wildgans Akka mit ihrer Schar über Wemmen und Panthersholm auf Karlskrona zugeflogen. Sie waren spät abends noch unterwegs, um sich einen sicheren Schlafplatz draußen auf den Schären zu suchen. Auf dem Lande konnten sie nicht bleiben, weil der Fuchs Smirre sie immer wieder aufstöberte, wo sie sich auch niederlassen mochten. Doch von all dem wollen wir in unserer nächsten Geschichte erzählen.